Der König Magellan von Neapel wünschte jetzt, dass seine schöne Tochter in kurzer Zeit mit Herrn Heinrich von Carpone vermählt würde, der sich in dieser Absicht schon seit lange am Hofe aufhielt. Es war daher wieder ein glänzendes Turnier ausgeschrieben, welches alle Vorhergehenden an Pracht übertreffen sollte. Und viele berühmte Ritter aus Italien und Frankreich versammelten sich. Das Kampfspiel nahm seinen Anfang, und alle die großen Ritter zogen auf den Plan und hielten sich männlich. Peter war ungeduldig und einer der ersten, welche aufzogen. Er hielt sich so wacker, dass er viele Ritter von ihren Rossen stach, unter anderen auch den Herrn Heinrich. Peter besiegte auch die übrigen Ritter, so dass ihm der Preis musste zuerkannt werden. Peter hatte seine Geliebte indessen schon zum Öfteren heimlich besucht. Als er sie wieder sah, besann sich Magellone, bevor sie sprach: »Ich muss euch sagen, es ist jetzt an dem, dass mich mein Vater mit dem Herrn Heinrich von Carpone vermählen will. Darum flieht von hier und nehmt mich mit euch, denn ich traue eurem Edelmute. Haltet morgen in der Nacht mit zwei starken Pferden vor der Gartenpforte, aber lasst es Pferde sein, die eine weite und schnelle Reise wohl vertragen können. Denn so man uns einholte, wären wir alle elend.« Der Jüngling hörte mit frohem Erstaunen diese Worte. Er eilte sogleich fort, um die nötigen Anstalten schnell und heimlich zu treffen. Magellone besorgte ihrerseits auch das Nötige, sagte aber ihrer Amme kein Wort von ihrem Entschlusse, aus Furcht, dass sie alles verraten möchte. Peter nahm Abschied von seiner Kammer. Es war ihm rührend, als er die getreue Laute auf seinem Tische liegen sah, die so oft von seinen Fingern gerührt die Gefühle seines Herzens ausgesprochen hatte, die eine Mitwisserin des süßen Geheimnisses war. Er nahm sie noch einmal und sang.